Herr Präsident, meine Damen und Herren, als ich den Antrag gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, was ist das denn jetzt? Dieser Antrag ist in mehrfacher Hinsicht befremdlich. Erstens soll der Verkehrsfluss des Individualverkehrs, wie es im Titel heißt, verbessert werden. Ich frage, weshalb nur der Individualverkehr? Unsere Position ist, wir wollen auch den öffentlichen Personennahverkehr voranbringen und beschleunigen. Das ist bei Ihnen offensichtlich wieder ausgeblendet. Sie sind wieder in Ihre alten Autofahrerzeiten zurückgefallen. Wir haben das Interesse, dass alle Verkehrsträger in dieser Stadt sich in dieser Stadt sicher und zügig bewegen können. Und deshalb haben wir das auch in der Koalitionsvereinbarung so festgehalten. Meine Damen und Herren, das Zweite, was ich befremdlich fand, war, dass eine noch Regierungspartei nach 5 Jahren eklatantes Führungsversagen feststellt. Also ich erwarte doch, wenn man zu diesem Ergebnis kommt, auch als Regierungspartei, dass man zumindest ansatzweise merkt, dass hier ein Führungsversagen diagnostiziert worden. Oder ist Ihnen das erst nach den Wahlen vom September eingefallen, dass hier ein eklatantes Führungsversagen vorliegt? Also es ist, glaube ich, nicht wirklich ernst zu nehmen, vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, die Diskussionsbeiträge vom Kollegen Friederici im Verkehrsausschuss, als wir diskutiert haben über das Thema der Verkehrslenkung und eine sehr gründliche Diskussion geführt haben und über die realen Probleme, die dort existieren, nämlich über die vielen Schnittstellen, die fehlenden seriös gearbeiteten Anträge von den Bauträgern, die Schnittstellen mit den Bezirken etc. etc. Das Thema ist wesentlich komplexer, als Sie es jetzt hier sagen. Und dann stelle ich mir die Frage, wenn Sie ein Führungsversagen diagnostizieren, wie Sie dann zu dem Schluss kommen, dass man die Verkehrslenkung auflösen muss. Wenn ich ein Führungsversagen als das zentrale Problem feststelle, sage ich doch, dann muss die Führung geändert werden, aber doch nicht, dass die Institutionen aufgelöst werden. Also das stimmt alles vorne und hinten nicht, was Sie hier formulieren. Und das Allerbeste ist, wenn man nach 5 Jahren Regierungszeit in einem Antrag formuliert, wir lösen die Verkehrslenkung Berlin auf und dann schreibt, für die landesweite Baustellenkoordinierung müssen neue, effektive Wege gefunden werden. Da kann ich nur sagen, Dankeschön. Sie lösen eine Institution auf und sagen, für das, was die bisher gemacht hat, vielleicht nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, mehr schlecht als recht, müssen neue Wege gefunden werden. Da würde ich doch verlangen, dass man nach 5 Jahren Regierungstätigkeit dann wenigstens einen Vorschlag hat, wie diese neuen effektiven Wege aussehen sollen. Meine Damen und Herren, ich diagnostiziere ein gravierendes Oppositionsversagen bei Ihnen.